Melanie Müller ist wieder in festen Händen. Und das nur wenige Monate nach ihrer Trennung. Ende November wird bekannt, dass die Reality-TV-Darstellerin und ihr Mann Mike nach 7 Jahren Ehe den Schlussstrich ziehen. Auch wenn sie sich wegen ihrer Kinder ein friedliches Liebesaus wünschen, kommt es zum Rosenkrieg. Melanie behauptet, dass sie und Mike damals eine offene Ehe führen. Er dementiert das allerdings. An eine Versöhnung ist mittlerweile nicht mehr zu denken. Vor allem, weil Melanie schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Vor wenigen Tagen teilt die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Netz ein Foto, auf dem sie sich ziemlich vertraut mit einem Unbekannten zeigt. Kurze Zeit später verrät die 33-Jährige in einem Interview, dass es sich dabei um ihren neuen Freund handelt. Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Das ist genau das Richtige gerade. Ihren Lover kennt sie schon seit 15 Jahren. Doch erst jetzt entwickelt sich mehr aus der Freundschaft. Die ehemalige Dschungelkönigin erklärt: Was soll ich jetzt groß erzählen von Geborgenheit und Liebe? Ich habe mich dazu entschieden und möchte das. Alles andere bringt die Zeit. Melanie schätzt an ihrem neuen Partner vor allem, dass er sie zum Abschalten bringt. Durch ihn schafft sie sich mehr Zeit für ihre Liebsten zu nehmen. Ich bin ein Mensch, dem Arbeit oft ein Zacken wichtiger ist als Familie. Mein neuer Partner an meiner Seite zeigt mir, dass es auch anders geht. Doch nicht nur Melanie soll wieder verliebt sein. Auch ihr Ex schwebt auf Wolke 7, wie sie erzählt. Ich glaube, meinem Noch-Ehemann geht es sehr gut mit seiner neuen Beziehung, die er auch schon länger hat. Ich habe das erst vor kurzem erfahren, dass das relativ lange schon geht, als wir sogar noch sehr innig zusammen waren. Laut Mike sei an den Untreue-Vorwürfen aber nichts dran. Er betont, dass das nur eine Schutzbehauptung der Partysängerin sei, die sie sich seit dem vergangenen Sommer einrede. Zudem gibt es vor wenigen Monaten Gerüchte, dass nicht er, sondern sie zuerst fremd geht. An ihrem Hochzeitstag tauchen Bilder auf, die sie vergnügt mit einem Geschäftsmann zeigen. Dabei gratuliert ihr Mike noch am selben Tag zu ihrem Ehejubiläum. Die Fotos haben aber angeblich nichts zu bedeuten. Laut der einstigen Blondine ist der Mann darauf nur ein guter Freund, mit dem sie nichts am Laufen hat. Er tröstet mich, er hilft mir gerade in einer schweren Zeit und dafür bin ich dankbar. Damals kriselt es in der Ehe schließlich schon gewaltig, was Melanie immer mehr zusetzt. Inzwischen ist sie über den Trennungsschmerz aber offenbar endgültig hinweg und konzentriert sich voll und ganz auf ihre neue Liebe.